Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist endlich soweit. The Grand. Zurück zu Freitag, zurück zur Garage. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch. Ich hatte tatsächlich überlegt, am Ende der letzten Episode, hey, vielleicht könnten wir ja einfach... Ja, irgendein... Ja, never mind. Es ist mir zu doof, überhaupt jetzt darüber zu reden. Ah, jetzt ist das Menü hier wieder kaputt. Danke, jetzt geht's. Verkaufen wir die Karre. Ganz kurz. Da machen wir nochmal kurz zwei, drei Bilderchen von. Das war jetzt ein bisschen unerwartet, dass wir den jetzt verkaufen müssen. Aber wir machen noch ein bisschen aus jeder Pose so ein paar Bilderchen, damit wir den im Zweifel auch mal als Thumbnail benutzen können. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob da noch Bedarf für ist oder nicht. Aber sicher ist sicher. So, dann haben wir die Karre. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt 300.000... Das Menü war gerade wieder kaputt, by the way. Dadurch, dass wir jetzt 300.000 extra noch haben, kann ich jetzt tatsächlich sogar das machen, was ich beim letzten Mal nicht wirklich machen konnte. Nämlich ein Elite-Getriebe einbauen. 8-Gang-Getriebe, easy peasy lemon squeezy. Und wir bauen hier auch nochmal easy Grip-Kurven. Und beinahe Unfall Nitro ein, was auch natürlich uns richtig nach vorne boostet. Für die anderen Autos, die brauchen wir gar nicht so extrem stark, ne? Weil es gilt, also erst werden wir in diesem Auto fahren, dann in dem, dann in dem, dann in dem. Und es gilt so ein bisschen, im ersten Rennen musst du halt nur unter die Top, keine Ahnung, 6 oder so, glaube ich. Ja, im zweiten Rennen war es, glaube ich, so, dass du dann... Also ihr versteht, was ich meine. Du musst immer besser und besser und besser werden im Laufe der Rennen, aber es ist jetzt nicht so, als ob das Spiel sagt so, hey, du musst mit dem B-Auto schon auf 1 bleiben, ne? Insofern ist das eigentlich so, dass ich primär mich auf das Tuning der krasseren Autos fokussieren kann. Aber mir fällt gerade auf, wir brauchen jetzt doch 120.000 für die restlichen Autos, damit wir hier die... Damit wir hier die ganzen Hilfs-Items auch machen. Deswegen machen wir die Hilfs-Items auch einfach. Nein, kein Grip, Drift, sondern Drift. Ah, und das andere müssen wir hier natürlich auch nochmal aufbauen, einbauen. Bam. Und natürlich machen wir dasselbe nochmal hier beim Mitsubishi. 60.000 kostet das Ganze. Das kriegen wir auch ganz leger hin. Und dann geht es tatsächlich schon zum Finale, werte Damen und Herren. Also... Ich habe häufig über das Spiel gesprochen. Ich habe auch die letzten paar Male gesagt, dass ich Spaß bei diesem Spiel habe, dass ich es cool finde, dass es mir wirklich gefällt. An der Stelle sei nochmal der Hinweis da, gerne diesen Kanal abonnieren und gerne auch in die Beschreibung mal gucken. Dave Gaming Uncut. Da abonnieren, weil nach dem Durchspielen werde ich vielleicht auch mal die ein oder andere Folge auf dem Dave Gaming Uncut Kanal nochmal hochladen, wo wir einfach nur ein paar Autos tunen und ein bisschen Spaß haben. Also gerne da mal ein Follow da lassen und dann geht's jetzt rein in The Grand. Ja, es ist tatsächlich auch ein Game, wo ich hin und wieder... Vielleicht werde ich auch einen Stream-Ausschnitt oder so dann hochladen. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich Bock. Ich hab's nicht so mit großen Reden. Aber wenn du dieses Verlangen nach... Das kommt auf... Was Englisches mit... Need for Speed. Need? Oh Mist, ich vergesse das immer. Right, Dad. Ich hab das im Griff. Keine Sorgen. Aber auch das Babypuder benutzt. Ich glaube an dich. Du packst das. Danke, Ryder. Oh, es war Speed. Need for Speed. Ja, mit einem sehr unangenehmen letzten Dialog von dem The Grand mit Ryder geht's mit einem sehr beschädigten Countach, der für die Katze nicht repariert werden konnte, rein. Jetzt wird heute reich, ha? Du? Du, Bro? Haha, du, Bro? Woo! If you know, you know! Mhm. Hey. Sieht so aus, als hätte mich Alex schon ersetzt. Ich kann euch nicht hören. War ich auch so peinlich? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Hm. Die würden alles tun, um uns aufzuhalten. Also ich schon. Seid auf. Und wenn sie damit Erfolg haben? Na, ich weiß nicht. Dann versammeln wir ein Team, retten die Welt, fahren heim, machen ein Bierchen auf, reden über Familie, grillen zusammen und dann machen wir alles wieder von vorn. So 8-9 Mal. Fast and Furious.
Wir zeigen denen, wie man sowas in Lake regelt. Das war mal cool. Komm. Das war doch mal nett. Das war doch echt mal nett. Hey. Warte mal kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Wie du gesagt hast, ich hatte 2 Jahre und hab's irgendwie nicht gebacken bekommen. Yes. Hör zu. Ich werde mir das Auto trotzdem holen. Glaub bloß nicht, dass dir deine Tränen jetzt weiterhelfen. Ach, komm mir nicht so. Vielleicht fokussierst du dich mal lieber aufs Rennen, anstatt auf deine großen Sprüche. Okay, Ruhe jetzt! Ruhe, Ruhe! Jetzt geht's los! Woo! Den Startpunkt habt ihr jetzt auf euren Smartphones. Und ich will ehrlich sein, die Cops wissen, dass heute was abgeht. Die werden auf der Lauer sein. Aber das hält euch nicht auf, oder? Hey, es ist soweit. Der Lake Chalk Grand kann beginnen. Woo! Peinlich. Weißt du was? Hauptsache, da steht einer von uns. Ja. Let's go. Ab ins Grande Finale. Auf geht's. 200.000 Startgeld. Ich weiß nicht, wie viel wir bekommen, aber ist auch egal. Let's go mit dem Mitsubishi Eclipse. Platz 1 gewinnt diesen Wagen. Ist doch geil, dass alle anderen ihren Wagen scheinbar nicht riskieren, aber sie halt schon. So, Shimizu fährt ein M3 Evolution 2. Evolution 2. Krass. Seid ihr den ersten? 6, 4, 3, 1. Sag ich doch. Was? Sie fährt den Kuhn? Bro, sie fährt den Kuhntasch. Toll, was? Ich hatte schon genug mit der Polizei zu tun. Verfolgen Sie. Sie fährt den Kuhntasch in einem A-Rennen. Du meinst echt, dass du das Rennen gewinnst, hä? Hast du Angst? Angst um deine Gesundheit vielleicht. Ich fresse ganz schön Staub. Warum fährt keiner vor der Polizei rennen? So krass, wie die Corvettes abgehen. Sicher, dass das Ding hält? Du hast nicht. Was war das denn? Ja. Digga, nur weil ich Nitro gezündet habe, hat die Karre plötzlich einfach massive Grip gehabt. Was? Habt ihr das... Ach, komm mal. Digga, Jasmine fährt halt wirklich... Es ist ganz unironisch einfach der Lambo, mit dem sie fährt, ne? Beinahe an der Ziellinie. Du bist noch dabei? Dachte, dein Wagen liegt mittlerweile ausgebrannt auf der Straßenseite. Nein, aber ich bin Feuer und Flamme, wenn du das meinst. Ist aber nett, dass sie sich wieder verstehen. Ja, der M3 ist ein gutes Auto, by the way. Also der alte E30er. Das ist eine sehr gute Karre. Hast du gar nichts zu meinen Chancen zu sagen? Sorry, bin gerade beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? Du kannst ruhig aufgeben. Wenn du mein Geld willst, musst du dich schon mehr anstrengen. Nein. Okay, nicht schlimm. Dann starte ich das zweite Rennen halt als zweiter, ist okay. Streife hier, um ein bisschen Spaß zu haben. Nice one. Also, dass sie im Lambo fährt, ich habe nicht auf die Leistungspunkte bei ihr geachtet, ne? Aber das ist schon anders wild. Weißt du, so... Ich würde Sebastian Vettel sogar in einem Rennen besiegen. Wenn er ein Bobbycar fährt und ich ein Formel 1 Auto. Warum klingt sie so dumpf und dumm ohne Pf? Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Autsch, warum lenken die Autos plötzlich so direkt? Wahrscheinlich bin ich jetzt S2 gewohnt, S Plus gewohnt und komme gar nicht mehr damit klar, dass die Autos jetzt viel zu langsam sind im Vergleich zu dem S Plus Auto. Lol. Erste Runde geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug hast.
Hoffst du drauf, dass ich einen Unfall baue? Nein, ich möchte einfach schneller sein als du. Undercover verfolgt den Verdächtigen. Joa, dann sei das mal bitte in einem eigentlich unendlich viel schnelleren Auto. Es ist so super weird, dass sie einfach den Lambo fährt. Digga. Ich kann's dir leichter machen, wenn du willst. Ach ja? Noch leichter. Rückwärts fahren? Probier's mal. Vielleicht bist du so schneller. Uff. Interceptor ist bereit, diesen Racer festzunageln, Team. Die schärfsten 3 oder 4 Verfolger von mir sind Polizeiautos. Das ist jetzt wieder, yes. Wollt nur checken, ob du noch im Rennen bist. Fährst du mit verbundenen Augen? Würde einige Dinge erklären. Hohoho. Ah, die Sprüche unseres Charakters sind schon ganz lustig. Wie heißt eigentlich unser Charakter? Keine Ahnung. Machst du dir langsam Sorgen, dass ich den Wagen gewinne? Du solltest dich konzentrieren, damit du keinen Unfall baust. Oh, ich bin konzentriert. Und zwar auf den Sieg. Das kannst du besser. Obwohl, was rede ich da? Vielleicht auch nicht. Was so Namen angeht und boah, krass, habe ich gar nicht gemerkt oder sonst was. Madame Pomfrey in Harry Potter taucht irgendwann, ich glaube, in der Orden des Phönix auf oder so. Am Anfang. Oder der Feuerkelch, ich glaube, Orden des Phönix. Wo Harry quasi gezaubert hat. Mini-Spoiler. Und waren da gerade PC-Symbole und so? Beruhigt mich, dass die KI auf PC fährt. Oder auf Steam. Wie dem auch sei, das klang dann so, als ob Madame Pomfrey irgendwie so super bekannt wäre und sonst was. In den Filmen kann ich mich zumindest nicht an sie erinnern. Vielleicht wurde sie auch nie eingeleitet. Oder vielleicht gab es nie irgendwie die Präsentation von ihr. Und ich lese jetzt gerade die Bücher wieder. Los, Jess. Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Solltest du auch mal probieren. Oh, das tue ich. Und ich bin kurz davor, meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? Okay. Ganz wilde Sache. Wäre es, wenn sich alle Charaktere mal das vornehmen würden? Nee, aber ich lese jetzt auch aktuell das erste Buch wieder. So jeden Abend ein Kapitel zum Einschlafen. Ist die Lackierung von dir? Ja, warum? Du weißt ja, wie es heißt. Kleider machen Leute. Wusste nicht, dass du mal Clown werden willst. Okay, das hätte gepasst, wenn ich jetzt den Golf hätte. Schade. Das wäre, dann wäre es wirklich mal lustig gewesen. Nee, aber fernab davon. Oh Gott. Bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank von Versager. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Oh, das denke ich nicht nur. Yes. Du hast recht. Du denkst gar nicht. Im Buch wird auf jeden Fall in dem ersten Band relativ am Anfang, ich glaube im zweiten oder im ersten Kapitel, im zweiten war es, glaube ich, über Madame Pomfrey gesprochen und dann dachte ich erst so, ah, die! Ich bin überrascht, dass du noch hier bist. Was ist los? Bist du meinem Talent nicht gewachsen? Wenn das Talent gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. Weil in der späteren Begegnung, die auch im Film dann passiert, da ist quasi so ein bisschen der, ja, in Anführungszeichen, Twist, zumindest für Harry, dass sie tatsächlich auch Ahnung von Zauberei oder so hat oder auch von der Zaubererwelt und so oder vielleicht sogar Zaubererin ist. Wie auch immer, da war ich sehr, sehr irritiert, auch wie allgemein das Harry Potter Buch anfängt, das erste, weil im Prinzip Harry Potter, der Film, beginnt halt wirklich damit, ey, Dumbledore und Hagrid und so, die legen ihn auf der Schwelle der Dursleys ab und so. Und im Buch ist es ja wirklich so, dass erstmal zwei Kapitel, ein Kapitel
erstmal alles Mögliche erzählt wird, was da drumherum passiert, so nachdem quasi Harry Potters Eltern angegriffen wurden und so. Ehe dann überhaupt diese Szene geschildert wird, weißt du, da wird erstmal erzählt, okay, wie reagiert die Zaubererwelt darauf, was quasi mit, weiß ich schon wer, und Lily und James Potter passiert ist, so. Und erst dann irgendwie zum Ende des ersten Kapitels heißt es, yo, ey, wir legen ihn jetzt auf der Schwelle ab. Super krass, dieses gesamte erste Kapitel wurde rausgestrichen, wie ich finde, im Film auch zu, oder für einen Film entsprechend auch zurecht, weil im Buch mag es eine nette Einleitung sein, fast schon ein bisschen zu lang für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. Für das, was es sagen will, aber vielleicht ist es auch bewusst so ein bisschen lustig geschrieben im Sinne von, hey, die Dursleys, die wollen einfach normal sein, 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 das Normalste, Normalste, Normalste der Welt. Aber andererseits muss ich auch sagen, wie gesagt, für mich persönlich vielleicht ein Ticken zu lang. Fürs Buch passend oder funktioniert's noch, aber für einen Film wäre es absolut ungeeignet gewesen, das Intro so. Insofern haben die Filmemacher, wie ich finde, richtig entschieden, da das so ein bisschen rauszulassen. Ich finde es halt nur krass, wie viel Progress ich schon habe, ohne dass irgendwie die Geschichte wirklich überhaupt wirklich vorangeschritten ist, weil ich bin quasi jetzt da gewesen, wo die Schlange, wo er die Schlange quasi befreit. Und ich muss aber trotzdem sagen, was die Schlange zum Beispiel sagt, ich meine, gut, das ist halt ein Jugendbuch, Kinderbuch oder so. Auch das finde ich im Film erwachsener umgesetzt als im Buch. Im Buch sagt sie sowas wie Adios, Amigo, Brasilien, ich komme oder so. Wo ich mir denke, okay, der Film, der sagt, da sagt die Schlange einfach nur Danke sehr. Kann man jetzt sagen, okay, ist lustig, ist Humor oder sonst was. Die Boa Constrictor will dahin, wo sie herkommt. Aber irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen. Es ist halt, wie gesagt, für Kids funktioniert es wahrscheinlich. Es soll ja auch ein Jugendbuch sein oder Kinderbuch oder so. Aber warum habe ich da jetzt plötzlich Oversteer gehabt? Aber wie gesagt, als Erwachsener liest du dir das durch und denkst dir so, ja, ich bin halt wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe. So, ist okay, aber weiß halt nicht die Zielgruppe. So, werte Damen und Herren, wir haben das Grand gewonnen und jetzt gibt's die finale Cutscene. Oder, nee, fast finale Cutscene. Ha. Es kommt noch ein bisschen was. Ein bisschen. So, das war The Grand. Mit einem sehr tollen Auto. Und am Ende haben wir doch alle Autos voll getuned. Let's go. Eine Mio. Nice. Damit kann man ein bisschen was machen. Familie gefunden. Oh, jetzt habe ich das Team-Overlay noch an. Gut zu wissen. Danke für die Warnung, Spiel. Muss ich für andere Spiele wegmachen. Der alte und der neue Kuntasch passt irgendwie auch, finde ich. Das war so krass, Bro! Wir haben es geschafft! Wuhu! Jeder liebt die Underdogs! Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha! Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Ein guter Tipp, lol. Sehe ich anders. Oh. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey. Hast du dir verdient? Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, ja? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Man hätte dem Fahrer sagen müssen, dass er das Telefon wegnehmen soll. Ich finde es irgendwie schön, dass man jetzt die beiden Kuntasch nebeneinander hat, so. Auch wenn der nicht aussieht wie der alte Kuntasch, sondern der sieht, der, den wir jetzt fahren, der sieht eher nach dem modernen Kuntasch aus. Bro, was ist das für ein wildes Auto? So.
One last ride, Alter. Yes, du hattest echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Was ich mit dem Wagen alles hätte tun können. Zum Beispiel einen Unfall bauen? Ja, nochmal das Rennen. Alter, der ist aber auch echt schnell. Ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Autsch, aber wirklich. Bleib einfach locker, true. Okay? Oh, der driftet leider ein bisschen. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst, aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es... Hat sie dich gerade doch von Unfallbaum gesprochen? Unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Rydell wird beim Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist. Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja? Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Mädel. Okay. Du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Rydell vollgekotzt habe. Nice. Dann sagte er, bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. Okay. Dich auch, yes. Mal sehen. Mein Rejoin war aber auch nicht so gut. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja? Was ist mit Miss? Die Leute lieben echtes Drama. Willst du das war eine gute... Das war sehr gut nachgemacht. Oh mein Gott. Wenn ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzel. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhat. Alles wieder kaputt gemacht. Bitte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu ändern. Okay, okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann's kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig. Hab gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich hab ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes. Wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Das war wieder gut. Natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein. Aber ich kann das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. Ey, ganz kurz, ich muss doch hier mal einen Schnappschuss machen, Leute. Das sieht irgendwie ganz geil aus. Wenn man das bei Tag so, Tageslicht macht statt im Tunnel. Fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Sorry, ich muss fürs Thumbnail mal ein Foto machen. Das sieht so geil aus. Ah. Sind die ineinander Nein, wieder, nicht wieder ineinander sein. Bitte. Das sieht gerade so cool aus. Bitte. Gib mir noch einmal eine Chance, Spiel. Wechsel nicht die Straßenseite. Da
das war stark. Na, jetzt hat sie mich überholt. Hm. Sieht das noch cool aus? It's good enough. So. Als Thumbnail funktioniert's. Warum ist das eine Auto noch beschädigt? Nein! Ach Gott, man kann es nicht mal reparieren lassen automatisch. Schade. Das hast du gut gemacht. Was macht die denn? Jetzt! Bam. Da ist es fast das Foto, auf das ich. Die Effekte sehen fürs Bild leider nicht gut aus. Egal. Der Wille zählt. So. Leg schon mal den Controller aus der Hand. Covid. Wieder so ein Land Rover. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht. Boah. Ey, der Lambo sieht so wild aus. Holy moly, ey. Ja. Für manche kam dieses Ende vielleicht ein bisschen überraschend, weil es so unaufgeregt war. Vielleicht findet manch einer das Ende einfach dann. Racing started in street, right? So street. Hip hop. Ja, danke. Vielleicht finden manche das Ende einfach ein bisschen ernüchternd, weil da nicht so super viel passiert, weil es ist halt so, ja. Ist halt jetzt vorbei. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das Ende gut. Es wurde nicht nochmal versucht, auf Krampf einfach irgendwas Besonderes da reinzupacken und man hat nicht versucht, nochmal irgendwie auf den letzten Drücker noch alles episch zu machen und oh mein Gott, jetzt ist Jazz doch wieder böse und keine Ahnung was. Es ist relativ vorhersehbar gewesen, aber das Ende war jetzt das, was ich mir gewünscht hätte, eigentlich im Prinzip für die gesamte Story. Straightforward. Man wusste, worauf es hinlenkt, worauf das alles hindeutet, wo es hinführt. Es war wenig, ey, der ist doof, der ist doof, der ist komisch, der ist komisch und alle finden sich dämlich und alle sind dumm. Sondern es war relativ viel, ey, funktioniert alles ganz entspannt und ist alles irgendwie cool. Und deswegen finde ich, das Ende ist sogar storytechnisch das Beste, was dem Spiel passieren konnte, so. Oder das Beste am Spiel, storytechnisch und erzählerisch und charakterentwicklungstechnisch und so weiter und so fort, von eigentlich allen Faktoren her. Der Rest der Story ist halt einfach komplett Schmutz. Das muss man leider so sagen. Das Auto ist geil. Ich guck mal ganz kurz, was das für eine Orientierung hier hat. Handling, ja, leicht auf Drift ausgelegt, dafür aber noch relativ gut fahrbar tatsächlich.
Ja, und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte insgesamt doch ziemlich viel Laune beim Spielen. Also Need for Speed Unbound ist ein ziemlich cooles Spiel. Zweifelsohne, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Das Auto kommt nicht mal ganz auf 400 plus tatsächlich. Das ist ein bisschen enttäuschend gerade. Ah, Motor. Warte mal, 893 PS Potenzial. Mehr geht aber auch nicht. Ja, machen wir auch nicht mehr dann. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel in der Hinsicht, dass ich eigentlich gedacht hätte, okay, Need for Speed, da geht im Prinzip nicht wirklich mehr was. Also in meinem Kopf war diese Serie eigentlich schon komplett tot, begraben und sonst was. Aber ich muss sagen, es ist doch deutlich angenehmer und besser als gedacht und ja, jetzt müssen sie halt nur noch wirklich versuchen, mal wirklich ein bisschen erwachsen zu werden. Weil ich finde, Need for Speed hat es auch mal verdient. Ich meine, klar, aus heutiger Sicht ist ein Most Wanted zum Beispiel auch gar nicht so unglaublich geil gealtert, was die Story angeht und so. Da verklärt auch ein bisschen was, also die Nostalgie verklärt auch ein bisschen was. Most Wanted ist auf jeden Fall auch nicht in jeder Hinsicht so super erwachsen und toll und keine Ahnung was. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass so ein Most Wanted nach wie vor, finde ich, besser mit seiner Dümmlichkeit umzugehen weiß. Und das ist etwas, was Need for Speed auf jeden Fall noch fehlt. Need for Speed ist definitiv jetzt Unbound zum Beispiel jetzt. Unbound ist an einem Punkt, wo es absolut nicht smart ist und es weiß, dass es nicht smart ist und so weiter und so fort. Aber statt zu sagen, hey, vielleicht lassen wir es so ein bisschen auf dem kleineren, auf kleinerer Flamme dann sein, unsere Dummheit, appreciated quasi das Spiel alles an Dummheit, was es in den Charakteren so gibt. Und davon gibt es viel. Davon gibt es sehr viel. Davon gibt es wirklich reichlich und in Summe trotzdem würde ich sagen, Unbound, netter Budgetkauf, ja, also jeder, der mit Heat Spaß hatte, wird auf jeden Fall mit Unbound Spaß haben, sage ich jetzt an der Stelle mal so, und jeder, der mit Heat keinen Spaß hatte, der wird mit Unbound auch keinen Spaß haben, ansonsten kann man es für so einen 10er oder so mitnehmen. Für einige ist es das beste Need for Speed der letzten 10 Jahre, ich muss sagen, da fehlt es mir doch deutlich an einigen Punkten. Immer dieselben Gegner und vor allem immer dieselben Strecken. Sehr wenige Events, sehr wenig Eventvielfalt. Viel von der Spielwelt wird gar nicht genutzt. Das, was von der Spielwelt genutzt wird, wird auch nicht unterschiedlich genutzt. Ich meine, bei Most Wanted hattest du auch teilweise Doppelungen auf der Strecke. Ja, du musstest immer wieder gewisse Streckenabschnitte mehrfach fahren dann. Aber du hattest Variationen drin, was für eine Strecke genau das war. Ja, da war es zum Beispiel, keine Ahnung, nehmt jetzt mal Formel 1, ja, da war es mal hier Monza mit Schikanen und Monza ohne Schikanen zum Beispiel, so. Und da war es mal unterschiedlich, so. Und das hat man hier komplett verrafft, so. Und das ist mein größter Kritikpunkt neben der Story, weswegen ich sagen würde, im Zweifel ist vielleicht trotzdem Heat noch eine kleine Stufe drüber, aber ansonsten fahrerisch ist es ein Ticken netter als Heat, glaube ich. Heat habe ich nicht mehr so genau im Kopf, deswegen kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Tuning-technisch ist es mit ziemlicher Sicherheit besser als Heat und besser als so ziemlich jedes Need for Speed, was es im Vorhinein gab oder vorher gab. Es ist ein sehr, sehr starkes Spiel, sehr gutes Spiel und in der Hinsicht. Aber wie gesagt, insgesamt fehlt es dann trotzdem bei Story, bei Umfang, bei Gestaltung der Strecken und so weiter und so fort sehr, sehr viel an Inhalt. Da fehlt wirklich sehr viel. Und eine Sache, also das ist halt das Ding, ich meine, ich glaube, so Strecken abzustecken in so einem Need for Speed dürfte nicht so schwierig sein, da jetzt 10 neue Streckenlayouts zu machen, weil in Forza kannst du als Spieler das machen, im Streckeneditor. Und die KI kommt auch damit klar mit den Strecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier wirklich so große Probleme damit hatten. Aber vielleicht spricht gerade da auch wirklich die Zeitknappheit raus, dass man nicht mal für sowas Zeit hatte. Das Ding ist auf jeden Fall,
Das Spiel hat zwar von der Länge her, weil ich gerade von Inhalt und Umfang gesprochen habe, von der Länge her ist es ein 20-Stunden-Spiel fast. Ja, also ich habe es jetzt in 17 Stunden oder 16 Stunden durchgespielt. Aber du merkst halt sehr früh, das Spiel ist never ever darauf ausgelegt. Im Multiplayer noch viel weniger, wo ich ja schon mal vorgerechnet hatte, wie viele Rennen man machen muss, um Bugatti Chiron oder so zu bekommen. Um Himmels Willen, dieses Spiel ist absolut nicht darauf ausgelegt, im Multiplayer stundenlang gezockt zu werden. Es sei denn, man hat Spaß mit seinen Freunden, aber das kannst du in jedem Spiel haben. Und insofern, man merkt, Substanz war das Wort, was ich sagen wollte. Es fehlt einfach an vielen Enden Substanz. Das ist das, was man hier kritisch sehen kann, aber es ist trotzdem, trotz dieser sehr vielen kritischen, harschen Worte, ein nettes Game. Wie gesagt, für einen Zehner nimmt man es mit. Vielleicht auch für einen 20. Vollpreis hätte ich mich persönlich jetzt, also ich habe das auf PS5 gekauft, habe mich jetzt nicht geärgert darüber, weil ist okay, aber ich verdiene ja auch mein Geld quasi damit, Need for Speed zu spielen und andere Spiele zu spielen. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber ist okay, geht klar. Aber wie gesagt, jedem, der da draußen chillt, würde ich für einen 5er oder einen 10er Need for Speed Heat und irgendwann könnt ihr Unbound halt nachholen. So, für einen 10er, wenn es dann dafür verfügbar ist. So, ansonsten merci fürs Einschalten, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Nochmal der Hinweis, gerne Dave Gaming Uncut abonnieren. Hier den Kanal auch gerne abonnieren für weiteren Gaming-Racing-Content. Merci fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.